und so weiter. Und hoffentlich klappt das nicht. Ja. Gut. Aber auf die Nackthochzeit warte ich immer noch. Ja, ja. Die haben sich ja rund erneuern lassen in der Türkei. Ja, also, das muss sich doch für irgendwas gelohnt haben. Genau. Selena Gomez hat jetzt zum ersten Mal darüber gesprochen, wie sehr sie das verletzt hat, dass viele sie angegangen sind, als sie so zugenommen hat. Sie hat ja 2015 ihre Lupuserkrankung öffentlich gemacht, 2017 eine Nierentransplantation nötig gewesen, eben wegen dieser Erkrankung. Hat von ihrer besten Freundin die Niere bekommen und wegen diesen vielen, also kriegt man ja auch Cortison und ganz viele Medikamente, ist sie ja so ein bisschen aufgeschwemmt und ist damit ja ganz offen, hat sich ja nicht versteckt. Und sie hat in einem Podcast jetzt erzählt, dass sie das wahnsinnig verletzt hat und dass ihr das große Schwierigkeiten bereitet hat, das nicht an sich ranzulassen. Ja. Und es tut doch immer weh. Das ist echt ätzend. Und warum müssen sich Leute erdreisten, darüber zu wettern? Ich verstehe es nicht. Das werde es nie verstehen. Das stimmt. Hier, Sarah Novak, so hieß sie früher, jetzt heißt sie Sarah Harrison, und ihr Dominik sind glücklich verheiratet und Eltern einer Tochter. Die absoluten Instagram-Stars zeigen ja alles über ihr gemeinsames Leben, Fitnessgeschichten, wie sie ihre Kinder aufziehen. Und jetzt machen die was vom Digitalen ins normale Leben. Die beiden haben nämlich ein Buch geschrieben. Ach komm. Ja, Family Goals heißt, es kommt am 6.12. raus. Und es geht tatsächlich um das Thema Schwangerschaft, Erziehung, wie das alles war. Haben auch Experten zu Rate gezogen, die da Tipps geben. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz gute Geschichte wird, weil genau diese jungen Leute folgen denen nämlich. Siehst du? Wir haben ja eigentlich Liam, die haben wir angeteased. Das müssen Entschuldigung, das müssen wir denen ja machen. Ich bin schon in Gedanken schon wieder bei Liam Hemsworth. Entschuldigung. Ja, weil er besser aussieht als Pete Doherty. Pete Doherty hat Schwierigkeiten. Erst ist er festgenommen worden wegen Drogen. Dann wurde er wieder freigelassen. Dann hat er sich in einer Bar geschleigert, wurde auch wieder festgenommen, im Pyjama allerdings. Und jetzt wurde er zu 5000 Euro Geldzahlung verdonnert und einer kleinen Freiheitsstrafe. Die muss er allerdings nicht antreten, wenn er sich jetzt 2 Jahre lang regelmäßig untersuchen lässt, also zur Gesundheitsvorsorge geht. Okay. Das Problem ist, dass sie da ja immer wieder Drogen finden werden. So, dann wird das doch irgendwann hier, ich soll mal ganz schnell hier leben. Liam Hemsworth ist ja mit Madison Brown zusammen und jetzt kommt so langsam raus, dass die eben kein Deut besser ist als seine Ex Miley Cyrus. Der hat sich ja von ihr getrennt, weil die ihm zu wild war und das ist ehrlich gesagt genau das gleiche Partygirl. Und ihr Vater Craig, sein Vater Craig hat ihr jetzt Hausverbot bei den Hemsworths zu Hause erteilt. Ach, und jetzt ist Liam sauer und redet nicht mehr mit Papa. Oh, naja. Das renkt sich auch wieder ein. Ach komm, alles außerdem gibt es ja noch 2 andere Brüder. Ja, genau. Einer schöner als der andere nämlich. Ja, da kann der Papa ja mit denen telefonieren. Bei Chris ähnlich. Und gleich machen wir weiter mit den großen Promi-Themen. Es ist der Mann, über den... So, und hier sitzt die Frau, weswegen die Facebook-Server gerade explodieren, beziehungsweise unsere Facebook-Seite. Es hagelt Geburtstagsglückwünsche für dich, Vanessa. Das muss ich mir gleich alles angucken. Ja, musst du dir mal angucken. Vielen Dank. Also es passiert wirklich ganz, ganz viel. Lass uns über die Promis sprechen an deinem Geburtstag. Über diesen Mann redet gerade ganz Deutschland. Ja. Elon Musk, er möchte ein großes Tesla-Werk in der Nähe von Berlin bauen. Wir fragen uns alle, was ist das für ein Typ irgendwie? Und vor allem gibt es Gerüchte, dass seine Liste der Frauen ja schon relativ lang ist, ne? Ja, also er ist ja nicht unumstritten. Gerade ist er mal wieder ganz oben auf der Welle. Und das finden natürlich auch Frauen wahnsinnig sexy, erfolgreiche Männer. Obwohl der, der arbeitet ja über 80 Stunden die Woche. Und ich finde, man sieht das auch. Also der sieht manchmal ein bisschen ungesund aus. Aber also eine zum Beispiel, die ihm verfallen ist für ein Jahr, ist Amber Heard. Die Auseinandersetzung. Aber tatsächlich haben die es ein Jahr zusammen geschafft. Immer so on, off, on, off. Aber jetzt ist endgültig vorbei. Ist das so sein Beuteschema, Amber Heard? So vom Look das kann her. Man gar nicht sagen. Also, die Frauen, wenn man die sich anguckt, die sehen alle unterschiedlich aus. Es gab noch eine Frau, die total rausgefallen ist. Grimes hieß die, das ist, oder heißt sie. Die Funktion auch abgegeben, nicht wegen ihr, sondern weil es da andere Querelen gab. Aber nee, der hat nicht einen Typ Frau. Jetzt müssen wir über eine Frau aber dann doch noch reden. Weil also das waren ja bisher, sage ich mal, die B-Promis aus Hollywood. Sexy, ich meine, die haben ja auch alle Geld. Es kann ja das Geld dann irgendwie nicht sein, oder? Nee, aber so Männer mit Vision. Und der ist ja auch so ein Typ, der hat irgendeine Idee und macht das einfach. Ne? Ob das jetzt diese Mars-Weltraumgeschichte ist. Er will ja selber, dass seine Asche im Weltall verstreut wird. Und das sind so Macher. Und das ist einfach auch für erfolgreiche Frauen, gerade für die, die wollen natürlich keinen, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und den ganzen Tag Chips frisst, sondern die wollen einen, der genauso im Leben was voranbringt und was macht. Und bei Angelina Jolie, ich meine, der Mann hat selber 5 Kinder, 5 Söhne, einmal Zwillinge, einmal Drillinge, hört sich auch wahnsinnig nach natürlicher Befruchtung an.
Da passt das natürlich auch noch ganz gut dazu. Kommen wir zu der neuen Generation der Superstars, zumindest hier in Deutschland. Am Wochenende der große Social Media Award, Place to Be. Da sind dann so Leute wie Pamela Reif, Shireen David, Stephanie Riccardo Simonetti, Stephanie Giesinger und. Also wahnsinnig jung. Nach und nach erarbeitet. Das ist kein dummes Mädchen. Die hat ein Abitur mit Einserschnitt gemacht und ist aus so einer Fitnesswelle, also die hat ja angefangen mit diesen ganzen Fitnessgeschichten, macht sie heute auch noch, tatsächlich zu so einem Allround-Talent geworden. Hat jetzt einen Vertrag abgeschlossen mit einer Firma, die diese ganze Musik für ihre Videos, für diese Sportvideos zur Verfügung stellt. Also das ist so das Gesamtpaket, hat natürlich auch schon Bücher geschrieben und Kochbücher und Fitnessbücher. Und wenn man jetzt durch die Stadt läuft, sieht man sie überall in schicker Unterwäsche, macht also auch Werbung für solche Firmen. Und das ist schon, finde ich, bewundernswert. Was macht die so an Kohle? Also da gibt sie natürlich selber keine Auskunft drüber, aber es gibt natürlich Experten, es gibt Agenturen, die ja diese Jobs vermitteln und da heißt es so um die 40.000. Also die muss ja mehrfache Millionärin sein. Ja, die hat ja auch 4,4 Millionen Follower auf Instagram. Das ist und in dem Alter, die ist Anfang 20. Ja, noch so jemand geht in eine ähnliche Richtung, allerdings, also so zumindest vom Look her, ist Shireen David, ne, die ja auch sehr polarisiert, so mit ihr. Aber das ist also cool gemacht. Und wenn die jetzt hier ein neues Parfum rausbringt, dann muss die Polizei den Kudamm sperren, weil dann so viele Leute kommen, die sehen wollen. Und das ist schon irre. Man kann über die sagen, was man will. Sie sind einfach erfolgreich. Wir müssen es akzeptieren. Ja, und man muss auch einfach mal sagen, dass da harte Arbeit dahinter steckt. Ne? Viele denken ja, naja, die machen halt ein Foto. Apropos harte Arbeit, Dieter Bohlen, 65 Jahre ist er mittlerweile schon alt. Er hat jetzt seine Tour abgesagt. Und dann fragen wir uns so ein bisschen, liegt es an der Gesundheit? Ist es denn doch... Aber das sollte ja jetzt nicht die erste Tour sein, sondern die Fortsetzung sozusagen. Das alles hat ja angefangen mit einem Termin im August in Berlin. Und daraus wurden dann 8. 3 davon muss er noch absolvieren. Und der hat einfach gemerkt, dass er 65 ist und nicht mehr 25 oder 35. Und dass das wirklich harte Arbeit ist. Und dann hat er ganz offen sich hingestellt gestern und hat gesagt, Leute, ich habe da Angst um meine Gesundheit. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Und da muss man auch mal sagen, der hat ja schon alles erreicht, wie viel Nummer 1 Hits hatte. Ja. Er selber für andere Künstler die Sachen geschrieben, wie viel Nummer 1 Alben, wie viel Platin-Alben, wie viel Millionen hat er verdient, wie oft war der schon auf Tournee. Jetzt hat er das 5-mal gemacht und hat gemerkt, okay, ja, es ist halt immer noch das Gleiche, muss ich mir das wiedergeben? Jetzt hat er seine Frau zu Hause mit den beiden Kindern Amelie und Maximilian. Ein Typ ist und auf die Familie tatsächlich Rücksicht nimmt, als er das früher gemacht hat. Es gibt ja noch erwachsene Kinder, die haben den Vater nicht so oft gesehen. Und da ist er mal ins Tricks, als es das in Hamburg noch gab, feiern gegangen und am nächsten Morgen um 6 oder 8 nach Hause gekommen. Das war ihm da egal. Das würde ihm heute nicht mehr passieren. Und deswegen trifft er heute, glaube ich, der trifft andere Entscheidungen, als er das mit 35 gemacht hat. So, auch ein Dieter wird irgendwann, ne? Oh ja. Ruhig. Ist ja auch total Vanessa, okay. Vielen Dank, schön, dass du auch an deinem Geburtstag bei uns bist. Ich freue mich auch, danke.